we find ourselves back at the start. But I'm not so brave and I'm not so smart. No, I'm doing you a favor. Was geht ab? Heute mal wieder ein neues Video. Ich habe mir einfach mal gedacht, ich benutze einfach mal den Müll, den ich so in meine Produktion entwickle. Und es ist eigentlich gar kein Müll, weil zufälligerweise sind in meinen Dreharbeiten RaceFaceRiders vorbeigekommen. Und wer das ist, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Pass auf. Ja, Mann, genau die Jungs sind's, und die sind einfach vorbeigefahren währenddessen meiner Dreharbeiten, und ich habe die dann so ein bisschen befragt zu dem, was sie tun, und zu dem, was sie von meinem Sport halten, vom Kartsport, und ein ganz lustiges Gespräch geworden. Schaut's euch einfach mal an. Peace. So ein Ding, was er da hat. 950. 1300, 1100. 3000, darunter gesetzt. Jetzt mal eine andere Frage, wenn ihr so fette Bikes habt, ne? Interessiert ihr euch für Kartsport? Nee, gar nicht, ne? Also du bist eher so der Offroad wahrscheinlich, ne? Wir haben kein Geld für sowas. Alter, du hast mir gerade gesagt, dein Ding kostet ja 1000 €. Wir haben ja 5 Stück. Wie viel habt ihr? Ja gut, ich hab 4, R3. Du hast 4 Fahrräder. Und die kosten alle 1000 €. Nee, eins kostet 2200, 1300, 130, 170. Jetzt mal ohne Scheiß. Komm, gib mir mal das Ding hier. Die Dinger? Das war wie teuer? 1300, aber war viel umgebaut und es fällt halb auseinander. Es fällt auseinander? Das sieht doch wie geleckt aus. Ja, aber die Buchsen sind am Arsch, mir ist schon ein Dämpfer geplatzt, die Gabel ist am Arsch. Wie platzt denn so ein Dämpfer, wenn ich fragen darf? Zu viel Druck oder wie? Ja, 5 Meter Dirtjump-Sprung. Das ist was. Wie viel hat das jetzt gekostet? 950, aber insgesamt 1500. 1500? Warum? Weil du eine Gabel verändert hast oder warum? Nee, ich hatte andere Bremsen dran gemacht und... Jetzt Scheibenbremsen? Einfach bessere Scheibenbremsen oder wie? Ja, die anderen waren am Arsch. Okay. Das sind schon echt krasse Dinge. Was ist eigentlich, das frage ich euch jetzt einfach, weil ich es nicht weiß, ich bin ja selber viel im Fahrradfahren, was ist der Unterschied zwischen so einem Mitteldämpfer, wo du richtig eine Feder siehst, und wir hatten ja gerade eben dann auch gesehen, bei ihm ist so ein Zuberdämpfer. Ein Luftdämpfer, der ist besser einzustellen, weil du da die Luft komprimieren kannst, also da kannst du mehr Luft rein tun, dann ist er härter und weniger. Ja, aber der hat ein besseres Ansprechverhalten, und ja, wenn er durchschlägt, geht er nicht kaputt. Okay. Also du kannst dann die Härte nur einstellen, wenn du die Feder wechselst, wenn du dann eine Dämpfer reinmachst. Ja. Deswegen ist das auch wahrscheinlich teurer als das. Na. Oder worum geht's da? Geht's um die Marke oder warum sind die teurer? Die Dämpfer. Die Dämpfer. Vorne. Oder ihr redet jetzt von den Mitteldämpfern? Nee, hinten. Ja, also ist das der Grund. Nee, es das kommt Ding nicht auf die Marke an, sondern darauf, dass die eine Qualität haben. Es gibt von jeder Marke total billige und auch total teure. Die teuren können halt, da kannst du mehr einstellen, da kannst du zum Beispiel einstellen Low- und High-Speed-Compression, das ist halt, wenn du über ganz viele, ist das nochmal? Wurzel? Ja, über ganz viel Hobelfell fährst, da kannst du halt alles einstellen, was du willst. Okay. Ja, und hier kannst du halt nur einstellen, wie schnell der raus und wieder reingeht, also ein Rebound. Und ja, sonst eigentlich nichts, ne? Ihr kennt euch richtig damit aus, ne? Aber trotzdem gibt es halt davon auch mega gute und mega schlechte, und davon gibt es auch mega gute und mega schlechte. Also der hat jetzt eine doppelte Luftkammer, der hat eine Rebound-Einstellung und ich kann ihn locken. Sick. Was heißt eigentlich noch was sick? Krank. Krank, ja, das ist krank, definitiv. So, das letzte haben wir noch nicht, das ist ein Ghost. Das war jetzt ein Kava und das ist ein? Noco. Noco. Also das Einzige, was ich kenne, ist Ghost und Kava. Noco kenne ich jetzt gar nicht. Ja, das ist das einzige Gute. Ah, okay. Warum kenne ich nur das Schlechte? Normalerweise, ne, man kennt Nike, aber die Primark-Klamotten kennt man nicht. Also. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Gut, wir haben das Fahrrad hier noch. Was ist das? Ein Ghost, haben wir ja schon gesagt. Ja. Preisklasse? 1000. 1000. Also es sind alles wirklich im Rahmen 1500, 900 plus, wenn du die Anbauteile reinmachst, hast du gesagt 1500 und 1000. Also mein neues kostet, ohne dass ich was dran gemacht habe, 2200. So, gerade eben habt ihr gesagt, wo ich gesagt habe, Kart fahren, sagt er, ihr habt kein Geld. Ihr redet hier von Preisen, die ich in eurem Alter, ganz ehrlich, nie im Leben zusammengekriegt hätte. Also ich habe 30 Mark damals bekommen für Zeitungen austragen. Ja, abgesehen davon, dass er gesagt hat, ihr seid mehr so Offroad und Onroad gefällt euch nicht so. Aber wenn ihr Onroad wärt, wäre das eine Alternative für euch? Ja, ist halt nichts für die Straße. Da muss man immer auf Rennstrecken fahren, da muss man auch dahin kommen. Das stimmt. Werden, wenn aber wenn man jetzt mal sagt, ihr habt später, was weiß ich, ein gutes Auto, Golf R32 oder das Kart. Würdet ihr eher mit dem Kart schnell fahren oder mit dem Golf R32 Kart fahren? Ich würde den Golf nehmen, weil der cooler ist. Ja, da kannst du ein bisschen mehr mit posen, ne? Ja, und man kann damit auch auf die Rennstrecke. Das stimmt, Nürburgring, das ist ein Spitzenthema, also Nürburgring ist klar, aber auf der Straße würde ich nie im Leben Straßenrennen veranstalten. Was glaubt ihr? Wie viele Menschen sterben jährlich an illegalen Straßenrennen? Nur in Deutschland oder generell? Nur in Deutschland. 1000, 2000? Ich denke mal über 1000, 2000? 25.000. What the fuck? 25.000, okay. So krass ist es in Deutschland auch nicht, also da bist du eher im Ausland. Ich weiß es ehrlich gar nicht, aber es sind zu viele, definitiv. Ja, und die Strafen werden immer härter dafür gemacht und ich bin übelst dafür, dass mehr im Rennsport stattfinden soll, als statt auf der Straße. Überlegt mal, wenn so eine Mutter mit ihren Kindern unterwegs ist und ihr dann einfach in die reinbrettert, dann sterben, was weiß ich, 3 Kinder und die Mutter, obwohl die nur ins Phantasialand oder ein Eis essen gehen wollen. Ja, aber ich meine jetzt, es gibt ja auch für draußen so Rennstrecken, also wie bei Formel 1 zum Beispiel. Richtig, die sind nur ein bisschen breit für die Karts. Ne? Also es ist ja nichts anderes als Formel 1, nur in klein. Ja. Das ist ja die Vorstufe. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, die sind alle Kart gefahren vorher. Die fahren auch momentan noch aktiv Kart. Das ist schon noch so. Also da war letztens ein Luranato, richtig? Ja. Wer war da? Hamilton. Wer noch? Vettel. Nee, Vettel war nicht da, nur Hamilton, den haben wir ja auch das Zelt gesehen. Alonso war auch da. Alonso war mal kurz da und der Europameister. Der Europameister vom Kartfahren war auch da. Richtig. Ja. Gut Jungs, und ihr fahrt jetzt noch ein bisschen durch die Strecke da im Wald, Downhill? Nee, nicht nochmal. Nee, nicht nochmal? Ja, mit geschlossener Federung den ganzen Kram darunter war... Warum geschlossene Federung? Weil ich es vergessen habe aufzumachen. Oh. Jetzt hat man schon so eine Riesenfeder. Was ist das für eine? Wie viel Millimeter hat die? 150. Die hat 203 und die hat 130. Ja, und ich habe eine verschissene 100er an meinem Fahrrad. so dünne Röhrchen. Ja, jetzt habt ihr reingeguckt. Ja. Das sind 35 Millimeter Standrohre. Also ehrlich gesagt, ich fahre ja viel Fahrrad, ne? Aber ihr redet echt viel Fachjargon. Ich verstehe echt nur Bahnhof. Das Einzige, was ich kenne, ist eine German A-Gabel. Kennt ihr die? Nee. Das sind diese komischen, da hast du so eine, siehst du, die falten sich so zusammen, wie wenn du so eine Ziehharmonika zusammenfaltest. So ist die German A-Gabel. So. Kennt ihr die? Ja, das sind diese Faltdinger an diesen Klapprädern. Soll gut sein, aber wie gesagt, also ich bin aus der Materie raus. Aber ich finde es cool, dass er da hobbymäßig was macht. Ja, Playstation spielen tut er wahrscheinlich schon, ne? Ja. Nee, ja. Ich hab sie verkauft, damit ich neue Teile kaufen kann. Und weil ich mein Handy zerstört habe. Daumen hoch, Digga, Daumen hoch. Ja. Raus mit der Jugend, nicht vor diese scheiß Playstation und so weiter. Cool, dass er... Wenn's regnet. Wenn's regnet? Ja. Auch wenn's regnet. Du hast ein Poolface. Wenn es regnet, schraube ich an den Radrum. Oder fährst. Dafür sind die doch gemacht, durch Schmatsch, Schlamm und so einen ganzen Driss. Ja. Ja. Ja, nur das Problem ist, bei Regen fahren wir nur auf Straßen und wir haben zu grobstolliges Profil, da ist zu wenig Auflagefläche, da sind wir nur am Wegrutschen. Ja, also Auflagefläche ist natürlich so eine Sache. Wir haben ja auch für den Regen Sachen, ne? Da haben wir aber auch ein grobes Profil anstatt Slicks, weil ohne Profil geht es natürlich auch gar nicht, ne? Ja, cool, Jungs, für das Interview. Ja. War vorsichtig, safety first. Wir sehen uns bestimmt noch. Bis dann.